Herzlich willkommen zu diesem Video. In den letzten Jahren bin ich immer wieder gefragt worden, welche Videoschnittsoftware kann ich Einsteigern und Einsteigern empfehlen, damit diese ja gratis einen guten Einstieg in das Videoschneiden finden könnten, indem sie dann es schaffen, eben ihre YouTube-Videos dann auch zu schneiden. Ich habe lange herumgesucht, das war gar nicht so einfach. Über längere Zeit haben viele den Movie Maker von Microsoft verwendet, der auch zum Teil ja etwas fehleranfällig war oder auch zum Teil abgestürzt ist. Aber trotzdem haben viele den als recht gut empfunden. Seit geraumer Zeit kann man den ja nicht mehr so einfach herunterladen. Und ich habe eben geschaut und bin dann auf ein Programm gestoßen, das ich hier jetzt bei Wikipedia dir mal einblenden möchte. Das ist hier Shotcut. Shotcut hat mehrere Vorteile. Es ist einmal natürlich gratis. Es kann auf mehreren Betriebssystemen verwendet werden, wie eben zum Beispiel Windows, Linux und macOS, also die gängigen Plattformen. Dann, es ist einfach zu installieren, es ist ohne Probleme zu installieren, es läuft stabil und es hat einen Funktionsumfang, der für Einsteiger geeignet ist. Das heißt, überfordert sie nicht und man kann ganz tolle Sachen machen. Und ja, und dieses Programm möchte ich dir eben jetzt vorstellen. Es gibt zwar keine deutsche Wikipedia-Seite, aber eine englischsprachige Wikipedia-Seite, die zwar auflistet, was da alles möglich ist, aber nicht wirklich jetzt eine Anleitung vermittelt, wie man das jetzt angehen könnte. Hier bin ich jetzt auf der Homepage, auf der Webseite von Shotcut und da findet man eben dann die Möglichkeit, es herunterzuladen und auch ein paar Anleitungen in Form von englischsprachiger Videos. Das Plus in den 12 Videos, die ich dir jetzt hier geben möchte, ist das, dass ich dich da jetzt wirklich Schritt für Schritt durchführe in diesen 12 Videos. Und du kannst all die einzelnen Videos, die ich da bei mir hier verwende, die ich also schneiden möchte, auch die ganzen Fotos und die Musik, kannst du dir herunterladen, kannst also wirklich da mitmachen, was ich jetzt hier auch mache. Das kannst du also Schritt für Schritt durchgehen in deinem eigenen Tempo. Ja, und wo findest du die Materialien, die du runterladen kannst? Die findest du unten in den Beschreibungen. Die führen zu Seiten, bei denen du das dann gratis herunterladen kannst. Pass immer auf die Lizenz auf, nämlich vor allem bei Fotos und Videos, die du dann auch von dort noch dieselbe herunterlädst. Die können nämlich zum Teil unterschiedlich sein. Aber in der Regel sind sie, also häufig sind sie gratis und können von dir sehr gut verwendet werden. Also auf solchen Seiten wie Pixabay zum Beispiel. Da kann man mittlerweile ja einiges herunterladen und für den eigenen Gebrauch gut verwenden. Ja, Shotcut laden wir herunter über Download. Hier haben wir die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Betriebssystemen. Ich habe bei mir jetzt hier Windows laufen, habe deswegen hier diesen Windows-Installer verwendet. Man kann unter Windows zum Beispiel auch eine portable Version verwenden, die man einfach dann, wo man die Datei herunterlädt, dann entzippt und dann einfach startet, wo du also nicht irgendwelche besonderen Rechte brauchst. Dann kannst du auch hier für GNU Linux herunterladen. Und natürlich auch kannst du dir eine Variante für macOS herunterladen. Das heißt, du bist recht unabhängig von dem Betriebssystem, das auf den Rechnern läuft, auf denen du eben dann arbeiten möchtest. Gut, ich habe das Programm jetzt heruntergeladen und starte bei mir jetzt dann gleich Shotcut. Shotcut wird gestartet, je nachdem, wie schnell dein Rechner, deine Festplatte ist. Ja, als erstes sehen wir hier ein Auswahlfenster über neues Projekt. Und da geht es einmal darum, einen Projektordner festzulegen. Vielleicht eine Vorbemerkung: Projekt. Beim Projekt geht es darum, bei diesen ganzen Videoschnittprogrammen, das ist bei den meisten ziemlich ähnlich, dass in einer Datei bzw. einem Ordner möglichst viele dieser einzelnen Videoclips, die du schneiden möchtest, der Sounddateien und so weiter, dann gespeichert werden. Und in dieser Projektdatei wird vor allem eine Liste all dieser Programme, die du da verwenden möchtest, bzw. dieser Dateien, dieser Fotos, dieser Audios und so weiter, wird da drin gespeichert. Und ich habe bei mir jetzt als Projektordner D-Shotcut festgelegt, habe mir also einen eigenen Ordner da erzeugt. Welchen Ordner du nimmst bei dir auf deinem Rechner, das bleibt natürlich ganz dir überlassen. Such dir einfach am besten für den Videoschnitt einen Ordner aus, wo du noch ein bisschen Speicherplatz hast, weil natürlich so Videoschnitt dann doch Speicherplatz braucht. Als Projektname nehme ich mir jetzt hier 01, wir haben jetzt das erste Video. Dann, eine wichtige Voreinstellung ist hier dieser Videomodus. Da habe ich bei mir eingestellt HD 1080p 50 fps. Du kannst das auch anpassen. Warum habe ich jetzt hier HD verwendet? Den Begriff HD kennst du vielleicht vom Fernseher zu Hause. Du kennst auch mittlerweile schon UHD. Und HD 1080p 50 fps ist zum Beispiel ein Format. Ja, du weißt, es geht um die Schärfe des Bildes und ja, wie gut einfach dieses Video dann ist.
Ist eine Variante, die bei YouTube zum Beispiel auch gerne verwendet wird. Das heißt, wenn ich mein Video hier mache und dann bei YouTube draufladen möchte, ist das hier eine Einstellung, die mir dann zum Schluss hilft, wenn ich das Video dann speichern möchte, um dann es auf YouTube heraufzuladen. Also ich habe jetzt hier mir gewählt HD 1080p 50 FPS. Ich klicke auf Los und es geht schon weiter und ich habe jetzt hier diese Oberfläche, die schaut bei mir recht grau aus. Du könntest sie auch heller einstellen, indem du auf Einstellungen gehst, dann auf Theme und wählst hier Fusion Light aus. Dann schaut hier alles etwas heller aus. Ich wähle mir immer recht gerne, was die Augen doch ein bisschen schont, gehe ich dann wieder hierher, Einstellungen, Theme und wähle mir Fusion Dark. Es gibt aber von der Funktionsweise und wie gut etwas funktioniert, gibt es da an und für sich keinen Unterschied. Du siehst, ich kann hier etwas verstellen. Wenn ich hier an bestimmten Stellen dann anklicke, dann verändert sich der Mauszeiger. Ja. Und ja, aber wenn wir gleich loslegen wollen, dann heißt es das natürlich, dass wir uns diese einzelnen Dateien rein wollen, die wir dann schneiden wollen. Erinner dich, in der Videobeschreibung unten kannst du dir diese Dateien auch selber dann herunterholen. Ja, ich klicke jetzt hier auf Datei öffnen, links oben. Komme jetzt dann zu einem Ordner, den ich mir da ausgesucht habe. Da habe ich alle Dateien reingegeben, die ich schneiden möchte. Klicke jetzt hier auf Öffnen und schon hört man etwas. Immer wenn man in Shotcut eine Datei hereinholt, wenn es zum Beispiel hier eine Musikdatei ist, eine MP3-Datei, wird die gleich einmal abgespielt, dass ich einen Eindruck habe davon, was ich hier alles sehen kann. Ja, und du siehst schon, dass ich hier mein Fenster aus verschiedenen Teilen besteht. Wenn du da mal was verstellen solltest, hier etwas zumachen solltest zum Beispiel, oder auch hier, was auch immer, oder hier zum Beispiel, dann kannst du hergehen auf Ansicht Layout und kannst hier Standard Layout wiederherstellen nehmen. Dann wird das Fenster wieder so etwas verkleinert dargestellt. Ich passe es jetzt wieder hier an meine Bildschirmgröße und du könntest dann wieder weiterarbeiten. Wenn du dann etwas nicht siehst, dann musst du da oben schauen. Ich möchte zum Beispiel jetzt hier die Wiedergabeliste haben. Und wenn ich auf Wiedergabeliste umklicke, habe ich hier wiederum, hier links, die entsprechenden Dateien eingeblendet. Wir wollen jetzt gleich einmal damit arbeiten. Und dazu müssen wir natürlich wissen, das ist hier unten nämlich dann diese Zeitachse, müssen wir wissen, was man unter Spuren versteht beim Videoschnitt. Es gibt, in der Regel gibt es immer Videospuren und Audiospuren. Ich füge jetzt hier mal eine Audiospur ein. Ich mache hier rechte Maustaste herunten auf Audiospur. Und in die Audiospur kann ich hier zum Beispiel diesen Ton hier einfügen, diese MP3-Datei. Wenn ich jetzt hier in die Zeitleiste hineingehe, das ist hier, siehst dann hier dementsprechend dann von 0 Sekunden bis 5 Sekunden, siehst du hier den Sound. Wenn ich jetzt hierher gehe, dann werden wir jetzt nichts hören, denn an dieser Stelle darunter befindet sich noch keine Sounddatei. Ich klicke jetzt einmal hier auf Play im Wiedergabefenster und jetzt hören wir etwas. Das heißt, immer an der Stelle, wo ich bin, wird dann auch dementsprechend etwas abgespielt. Hört dieses Rauschen, wenn ich ein bisschen draufklicke, es geht hierher und er spielt es an dieser Stelle ab. Wenn mich das jetzt momentan einmal stört, dann kann ich hier das Audio stumm schalten, diese Audiospur. Ja. Und jetzt kümmere ich mich mal hier um eine Videospur. Rechte Maustaste, Videospur und ich füge dann ein Video ein. Du siehst, hier unten ist eingefügt. Ich möchte vielleicht etwas mehr von diesen Audiospuren und Videospuren sehen. Ich gehe hierher, ziehe es nach oben, habe mehr Platz, hole mir jetzt eine Videospur rein. Die ziehe ich jetzt hier in die Videospur hinein. Und wieder, wenn ich hierher klicke, ich sehe nichts, weil an dieser Stelle darunter ja nichts ist. Klicke hier, sehe das, an der Stelle von dem Video sehe ich dann zum Beispiel das hier. Ja, dann möchte ich mir jetzt noch eine weitere Videospur hereinholen. Die wird dann darüber angelegt und da hole ich mir jetzt hier dieses Klavier, diesen Klavierteil herein. Wenn ich jetzt hierher klicke, siehst du, ich sehe auf einmal hier nichts mehr von unserem Vogel. Aber ich sehe und höre ein bisschen, wenn ich hineinklicke, etwas von diesem Klavierspiel gewissermaßen. Wenn ich mir jetzt diese Videodateien genau anschaue, dann bestehen die eigentlich hier aus einem Videoteil und einem Audioteil. Und hier wiederum aus einem Videoteil und einem Audioteil. Dieser Audioteil fehlt natürlich dann bei einem Video, wenn es da keinen Ton dabei gibt. Ja. Ich kann sie ebenfalls, diese Videospur mit dem Audioteil, dann stumm schalten. Ja. Klicke jetzt hier drauf, spiele das Ganze ab. Und ich höre nichts, aber ich sehe hier etwas. Ich kann jetzt hier, und darum geht es ja dann letztlich auch, ich kann das Ganze auch verschieben. Das heißt, wenn ich mir den Teil hier nehme, und du siehst, den Teil nehmen heißt, ich wähle etwas aus, es ist dann rot umrandet,
Wenn ich hier unten hinklicke, ist dieser Teil hier umrandet. Wenn ich hier klicke, ist dieser Teil hier umrandet. Und ich kann das jetzt verschieben. Damit ich genau sehe, wohin ich es schiebe, kann ich hier in die Zeitachse dann herein oder herauszoomen. Das heißt, wenn ich auf Minus klicke, sehe ich dann mehr von dem Ganzen. Siehst, das Video wird im Verhältnis kleiner. Ich habe das ungefähr hier 20 Sekunden Laufzeit, ist dieses Video da herunten. Genau genommen 20 Sekunden und 12 Hundertstel. Das da herunten ist etwas länger, wie du siehst, und die MP3-Datei ist viel länger. Wenn ich das auch noch sehen möchte, klicke ich weiter hinein, bis ich dann mal so weit bin. Die anderen Teile werden kleiner und du siehst, wie lang hier diese MP3-Datei ist. Ich gehe jetzt einmal hier zum Beispiel her, schneide jetzt hier diese Datei. Schneiden heißt, ich wähle mir etwas aus und wähle dann dieses Werkzeug hier. Da steht dann an Abspielposition trennen. Oder ich kann auch die Taste S drücken. So, jetzt habe ich das hier und das hier. Ich gehe jetzt hier und möchte das löschen. Ich wähle das aus, rechte Maustaste entfernen. Und dieser Teil von diesem MP3 ist dann gelöscht worden. Wenn ich das wieder rückgängig machen möchte, einen Fehler gemacht habe, kann ich hier oben auf rückgängig gehen. Ich lasse das jetzt einfach einmal und komme zu dem, was ich gerade vorhin sagen wollte, zum Verschieben. Ich wähle mir hier einen Teil aus, bei gedrückter linker Maustaste, und schieben an die Stelle, an die ich hier diesen Teil dann möchte. Ja. Mache das jetzt etwas größer wieder, dass ich etwas mehr sehen kann. Ich kann es so verschieben. Dann kann ich natürlich, wie du schon gesehen hast, kann ich etwas schneiden, auch Videos. Ich gehe wieder hier in die Zeitachse, wähle mir diesen Videoteil aus, diesen Clip, gehe hierher und gehe auf Schneiden. Und könnte jetzt hergehen und könnte diesen Teil zum Beispiel löschen. Mache ich das jetzt einmal. Ich gehe auf Entfernen. Das ist eine Möglichkeit. Immer wieder ein Teil wegschneiden und löschen. Ich kann aber auch hierher gehen, ihn auswählen und dann von der rechten Seite her, das ist, dass es hier einen etwas breiteren roten Streifen gibt, bei gedrückter linker Maustaste kann ich dann, wenn ich diesen Teil dann habe, kann ich den nach links dann ziehen und damit dann dieses Video da auch dementsprechend dann kleiner machen. Also von der rechten Seite her dann praktisch wegtrimmen. Gut, dann hole ich mir eine, ich habe hier jetzt eine leere Videospur, hole ich mir jetzt diese Bilder herein, diese Fotos. Wenn ich jetzt hier hergehe, sieht man hier dieses Lama. Du siehst es. Das heißt, das, was oben ist, sehe ich, das, was da unten ist, sehe ich nicht. Wenn ich das jetzt hier weiterspulen würde, wir hören keine Musik, weil ich ja hier das hier auf leer gestellt habe, kommt dann wieder dieser Vogel. Jetzt schiebe ich das hierher. Ich lasse jetzt weiterlaufen und müssten dann an und für sich dann diese Hunde dann dargestellt werden. Ich gehe jetzt hierher und es passt perfekt. Ich könnte jetzt diese Hunde auch noch länger darstellen wollen. Ich gehe jetzt hierher. Ich kann sie nicht nur verkleinern, sondern kann sie auch vergrößern. Siehst, ich habe jetzt dann diese Hunde länger dargestellt. Ja. Und was ich ebenfalls noch machen kann, ich schiebe das jetzt einmal nach rechts rüber. Das ist auch eine tolle Möglichkeit. Ich kann nämlich sogenannte Übergänge gestalten. Das heißt, du weißt es bei PowerPoint zum Beispiel, wenn man von einer Folie zur anderen kommt, wird dann so ein netter Übergang gestaltet. Und das kann man hier auch machen, indem man nämlich hier ein Video oder eine Grafik auf eine andere zieht. Ich zeige dir gleich, wie es nicht geht. Ich nehme es jetzt einmal, schiebe es drüber und es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Bei Shotcut muss man aufpassen. Es können nämlich nur wirklich unmittelbar benachbarte Teile übereinander geschoben werden, Clips übereinander geschoben werden. Und das geht am besten so, indem ich hier diesen Abstand entferne. Also rechte Maustaste entferne, jetzt liegen sie nebeneinander. Und jetzt kann ich es übereinander schieben und Shotcut zeigt mir hier diesen Übergang an. Wenn ich jetzt hierher gehe, dann werde ich mir den Übergang anschauen, so wie bei einer PowerPoint-Folie, bei einer Präsentationsfolie, wie Impress. Und schauen wir das an. Es geht jetzt weiter und gleich kommt dieser Übergang. Und du siehst, es wird dann eingeblendet. Und ich bin hier dementsprechend bei dem anderen. Ich ziehe mir das jetzt dann zum Beispiel da herunter. Ja. Oder ich gehe daher, das geht auch. Und ich komme jetzt zum Beispiel, wenn es hier weiterläuft, komme ich jetzt dann zu den Hunden. Dann macht natürlich einen Sinn, hier immer einen Titel dann darzustellen. Ich beschneide das jetzt einmal und ich möchte, dass wenn mein Video startet, dass ich da zuerst dann die Alpakas sehe. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, ich kann auch über die Taste POS 1 ganz an den Anfang springen, dann startet das hier und ich komme dann hierher. Ja. Und da möchte ich jetzt dann einen Text einfügen. Und Text einfügen funktioniert bei Shotcut mit Hilfe von sogenannten Filtern. Dazu wähle ich mir einen Teil aus, in das ich den Text einfügen möchte. Hier das hier. Klicke hier auf Filter.
und klicke hier dann auf dieses Plus. Das heißt, immer zu dem Teil, zu dem ich etwas machen möchte, muss ich mir vorher auswählen, klicke hierher, habe hier mehrere Möglichkeiten. Hier gehe ich jetzt auf Video. Das ist, es gibt ganz viele dieser Filter, nehme hier einfach jetzt Text einfach. Und da ist mir schon etwas vorgeschlagen worden, das ist 0000. Das ist hier dieser Text, der hier herinnen steht. Und da gebe ich jetzt hier meinen Titel von meinem Video ein, wird jetzt hier eingeblendet. Ich habe das jetzt hier rechts dargestellt. Ich kann jetzt hier hergehen und kann das dementsprechend dann anpassen. Ich kann hier auch einen Umbruch zum Beispiel machen. Ja, dann schaut das schon etwas besser aus. Wenn ich in die Mitte hingehe, kann ich das verschieben hier bei diesem Anfasser. Dann schaue ich mir an, okay, mein Video soll so weit gehen, wie hier diese Bilder sind. Gehe dann unten hin und schneide dann den Teil weg von der Audiodatei, die ich nicht möchte. Ich klicke jetzt hier nochmal hin, lösche den Teil auch weg und möchte dann zum Schluss dann zum Beispiel sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Das möchte ich aber nicht während des gesamten Bildes haben. Schneide dementsprechend dann wieder den Teil heraus, den ich dann markieren möchte. Und du weißt noch, wie ich einen Text einfügen kann. Ich wähle das hier aus, gehe auf Filter, gehe hierher und wähle mir dann unter diesem Videobereich, gehe ich wieder hin zu Text einfach. Und schreibe mir jetzt hier hinein, danke für deine, gehe in die nächste Zeile, Aufmerksamkeit. Vielleicht so ein kleines Smiley noch. Ja, und passe vielleicht noch die Größe an. Vielleicht nicht gerade über die Köpfe. Ziehe das so hin. Und habe mein Video praktisch schon fertig geschnitten. Mache ich wieder rückgängig, gehe jetzt hierher, drücke auf Position 1, bin am Anfang. Und dann möchte ich natürlich auch, dass der Sound dargestellt wird. Das könnte ich jetzt hier machen, indem ich hier diese Sounddatei nehme und hier dementsprechend mir dann wieder verlängere. Und höre mir das Ganze jetzt einmal an, schaue es mir an. Ja, da höre ich jetzt nichts, weil ich hier noch nicht den Sound eingestellt habe. Gehe wieder auf Position 1 und starte das Ganze dann. So würde es dann weitergehen. Ich gehe jetzt einmal daher, um mir den Schluss dann vielleicht anzuschauen. Und schon haben wir das hier fertig geschafft. Ich speichere jetzt einmal dieses Projekt auf Speichern. Jetzt habe ich aber noch kein Video erzeugt. Und dieses Video erzeuge ich, indem ich hier auf Exportieren gehe. Ja, ich klicke hier oben auf Exportieren. Und habe hier eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, wofür dieses Video exportiert werden sollte. Und ich wähle mir jetzt hier unter dem Bereich Standard wähle ich mir hier YouTube aus und kann im Prinzip alles so lassen. Shotcut hat alle Einstellungen schon vorgenommen und brauche jetzt hier nur noch dann auf Datei exportieren klicken. Wähle mir dann den Ort aus, bei dem ich speichern möchte. Klicke auf Speichern und in der rechten Seite hier bei den Aufträgen, mein Computer wird jetzt gerade etwas lauter, weil er arbeiten muss, siehst du den Arbeitsfortschritt. Hier rechts oben siehst du, wie weit dieses Video schon exportiert ist. Das Video ist jetzt fertig exportiert. Ich kann es mir anschauen. Wenn ich hier rechte Maustaste mache, kann ich auf Öffnen gehen. Er zeigt es mir innen an. Aber ich kann mir auch die Videodatei natürlich dann auch anzeigen lassen, im Ordner anzeigen. Es wird jetzt hier aufgemacht. Da habe ich hier diese 01 MP4-Datei. Ich klicke jetzt drauf. Kommt zu YouTube hinein, kommt zum VLC-Player rein, das ist mein Videoprogramm. Und du siehst, das ist hier meine fertige Datei, die ich bei YouTube heraufladen könnte. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich dann schon, dich dann wiederzusehen bei dem zweiten Video aus meiner Videoreihe. Und da geht es dann darum, Fotos, Videos und Audios gezielt zu importieren und dann die Lautstärke zu verändern. Danke für deine Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.